Im zweiten Teil habe ich euch ja schon einiges von der Camargue näher gebracht. Aber es gibt noch viel mehr zu berichten. Und das will ich in diesem Teil machen. Die Camargue liegt am Mittelmeer. Das haben die Vorfahren sich schon lange zunutze gemacht. Wie früher wird das salzhaltige Meerwasser in flache Becken geleitet. Danach wird der Zufluss geschlossen. Sonne und Wind sorgen dafür, dass das Wasser verdunstet und Salz übrig bleibt. Hier wird industriell verwertbares Salz abgebaut, zum Beispiel als Streusalz für den Winter. An anderen Salinen wird das alles von Hand erledigt und das schmackhafte Fleur de Sel geerntet. Wir reisen nach Aiguemort. Totes Wasser, so heißt die berühmte Festungsstadt, die so eigentümlich mitten in der Camargue liegt und deren mächtiger Tour Constance schon von weitem die Blicke auf sich lenkt. Erbaut wurde sie im 13. Jahrhundert. Damals lag Aiguemort an einer großen Lagune und war durch Kanäle und Moore direkt mit dem Mittelmeer und der Rhone verbunden. Ein idealer Handelsplatz. Heute ist das Meer 6 Kilometer entfernt. Im Laufe der Jahrhunderte versandete Aiguemort stetig. Und dennoch ist die mittelalterliche Bastille noch immer mit dem Schiff erreichbar. Über den Kanal du Rhône à Sète. Die mehr als 1600 Meter lange Stadtmauer bildet ein fast perfektes Rechteck. Sie umschließt mit ihren 10 Toren und Türmen eine Altstadt, die man gerne durchschlendert. Heute lebt die Stadt vor allem vom Tourismus. Die natürlichen Ressourcen der Camargue prägen die hiesige Wirtschaft. Ob es die Salzgewinnung in den Salinen oder der Anbau von Spargel und Wein ist. Auch die Schilfernte und die Fischerei gehören hier dazu. Ein neuer Tag, ein neues Reiseziel. Am nördlichen Rand der Camargue befindet sich Arles. Wir wollen Arles besichtigen. Arles versteht es, Vergangenheit und Gegenwart miteinander zu verbinden. Der ehemalige Regierungssitz von Friedrich Barbarossa zählt zu den ältesten Städten Frankreichs. Kein Wunder, dass uns in Arles Sehenswürdigkeiten von besonderer Qualität geboten werden. Wir begeben uns auf die Spuren der Vergangenheit. Mit über 300 Sonnentagen kann Arles begeistern. Arles ist gleich dreimal als Weltkulturerbe der UNESCO eingetragen. Da wäre das alte Stadtzentrum mit den römischen und romanischen Bauten. Der Chemin d'Arles wird als Weg nach Rom und Jerusalem bezeichnet. Über Arles führt seit dem Mittelalter eine der 4 Routen zu Jakob von Compostela. Und das Naturschutzgebiet Camargue. Aber davon haben wir ja schon einiges gesehen. Wir streifen durch Arles und finden das antike Theater. Das in Teilen erhaltene Theater wurde um das Jahr 25 vor Christus errichtet. Von der einstigen Größe ist nicht mehr viel geblieben.
Nur noch die ersten 33 Sitzreihen und einige andere Bauteile sind zu besichtigen. Ein Turm, an dem die ursprünglich dreigeschossige Architektur noch erkennbar ist, blieb erhalten. Interessant ist auch das Amphitheater von Aal. Das Bauwerk stammt aus der Zeit um 90 nach Christus. Ursprünglich bot das dreigeschossige Gebäude mit seinen 180 Arkaden etwa 25.000 Zuschauern Platz. Im Mittelalter erfuhr das Theater einen Aus- und Umbau zur Festung. Davon sind noch drei Türme aus dem 12. Jahrhundert und die vermauerten Arkaden erhalten. Heute wird das Amphitheater für Aufführungen und Stierkämpfe genutzt. Wir laufen noch ein bisschen durch die Stadt. Ein weiteres Highlight der Region wartet auf uns. Die Pont du Gard ist ein römisches Aquädukt im Süden Frankreichs. Die Brücke ist von beeindruckender Höhe und stellt einen der am besten erhaltenen Wasserkanäle in Frankreich dar. Sie stammt noch aus der Römerzeit. Die Pont du Gard zählt zu den wichtigsten erhalten gebliebenen Brückenbauwerken der antiken römischen Welt und bildet eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Südfrankreichs. In der untersten Ebene besteht sie aus 6 Bögen. Die mittlere zählt derer 12 und die obere 35. Auf der oberen Ebene verläuft eine Wasserrinne. Etwa 20.000 Kubikmeter Wasser flossen täglich über den Aquädukt nach Nemausus, dem heutigen Nîmes, das zu der Zeit etwa 20.000 Einwohner hatte. Die Brücke wurde gebaut, um das Tal des Flusses Gador zu überwinden. Man nimmt an, dass ca. 1.000 Arbeiter an die 5 Jahre brauchten, um dieses Bauwerk zu errichten. Dieses imposante Bauwerk zählt natürlich auch zum UNESCO-Weltkulturerbe. Es wird windig. Das Meer ist aufbrausend. Die Wettervorhersagen sprechen von viel Regen. Und unser Urlaub geht zu Ende. So verabschieden wir uns von Südfrankreich und fahren schon ein Stück in Richtung Heimat. Aber einen Zwischenstopp legen wir noch ein. Longerac majestätisch über die umliegende Landschaft und gehört dank ihrem Erbe aus Mittelalter, Renaissance und Klassik zu den schönsten Städten Frankreichs. Die auf einer Hochebene liegende Stadt der Kunst und der Geschichte ist von einer mächtigen Mauer umgeben. Wir erkunden die bemerkenswert gut erhaltene Stadtmauer mit ihren 7 Toren und 12 Türmen. Sie misst immerhin eine Länge von 3,5 Kilometern. Dieser Spazierweg verläuft um die ganze Stadt herum. 2 schöne Panoramablicke breiten sich vor uns aus. Im Osten liegen der See von Lys, das Mahntal und die Vogesen. Im Westen schauen wir über das Bonnelltal und die Hochebene von Langres.
Wir kommen zum Navarra-Turm. Der imposante und mächtige Turm von Navarra diente früher als Pulverturm. Die Stadttore mussten nun mal gesichert werden. Mit einem Durchmesser von 28 Metern und einer Höhe von 20 Metern beherbergt er zwei als Bunker ausgebaute Gewölbesäle. Seine Mauern sind bis zu 7 Metern dick. Wir haben uns vorgenommen, bei einem nächsten Besuch auf dem Campingplatz mitten in der Stadt zu übernachten. Die Stadtmauer wird abends angestrahlt. Und das sieht sicherlich stark aus. Das wäre doch vielleicht schon ein Reiseziel für das Jahr 2019. So, wenn euch mein Film gefallen hat, macht es wie immer, abonniert meinen Kanal da unten, aktiviert auch das Klingelchen und ihr werdet ständig informiert, wenn es etwas Neues gibt. Ich sag da mal Tschüss.